spreche mit Maria Altmann, die, glaube ich, älteste, selbst wenn sie 90 ist, Freundin von meinen Eltern, die meine Eltern so gut gekannt hat. Und deswegen bin ich hier. Und so was, warum und was ist passiert? Da war ich bei deinem Vater, also bei deinen Eltern, und habe gesagt, dass wir zu Salome gehen. Und da hat der Erich gesagt, warte, das muss ich dir erklären. Er hat ganz kurz über den Beginn gesprochen, der ja auch wirklich nicht so wichtig ist in der Oper. Und dann kam es zu dem großen Treffen zwischen Johannan und Salome. Und solange ich lebe und so oft ich Salome höre, höre ich eines, und das ist den Erich, wie er mir erklärt hat, und obwohl der Erich kein Katholik war, hat er das mit einer so unbeschreiblichen Seele eines Christen mir erklärt, dass es mir vollkommen unvergesslich ist. Er sagt, pass auf, jetzt wird er sagen, knie nieder am Ufer des Sees und rufe ihn beim Namen. Und da hat sie immer wieder nur im Kontrast gesagt, lass mich deinen Mund küssen. Salome sagt nur das Physische. Hat mein Vater dabei Klavier gespielt? Hat er? Ja, natürlich. Er hat Klavier gespielt und er hat es mit einer halben Stimme gesungen. Er hat nicht die Stimme eines Sängers gehabt. Nein. Aber die Stimme, mit der er es gesungen hat, hat mir alles gesagt, was wirklich in der Salome das Meaning hat. Die Seele des Johannan, die Sinnlichkeit der Salome, das war alles in der Art, wie es mir erklärt hat, mit nichts, mit ein paar Worten, mit ein paar Tasten auf dem Klavier. Und nie mehr kann ich von jemand anderem eine Erklärung von Salome hören. Und immer wieder, wenn ich Salome höre, und es ist meine liebste Oper geworden, durch den Erich, sehe ich und höre ich es, weil er hat es so erkannt, dieser unbeschreibliche Gegensatz von wirklicher Religion und Christentum, was in der Musik schon so herrlich ist, wenn er sagt, und er kommt zu allen, die ihn rufen. Und von ihr diese nichts anderes wie diese Sinnlichkeit, wie sie überhaupt nicht hört, was er ihr sagt. Und Salome ist nur durch den Erich meine liebste Oper geworden, weil er das in diesen wenigen Worten ja alles gesagt hat, was in der Salome wichtig ist. Ich kann mich erinnern auch, dass er Opern, also ganze Ouvertüren auf dem Klavier gespielt hat. So sicher hat er das nicht mit wenig Tasten, sondern viele Tasten, nicht? Oder war es nur wenig? War es nur nur dann wird es natürlich viel mehr und viel stärker. Es wächst ja mit jedem Satz. Ja. Wächst ja. Es ja. Aber er hat es so mit, die Seele war so unglaublich dabei bei dem Klavier. Seine ganze herrliche Seele. Er war ja irgendwie so einfach. Er war ja irgendwo, ich kann das gar nicht sagen, so unschuldig. Unschuldig, ja. Kindlich unschuldig in seiner Art. Ja. Und er hat einmal sogar meinem Mann gesagt, ihr braucht's alle Weiber, ich habe meine Musik. Ja. Und damit hat er alles ausgedrückt, wie er war.
Er hat für die Musik, ich meine, die Tode war sein Alles, aber er hat für die Musik gelebt. Dich erinnern. Diese Geschichte wegen Humor. Viele fragen, ob mein Vater Humor, weil er sieht so mit den Augen lustig aus in manchen Fotos. Du hast mir von einer Episode erzählt, wo er Klavier gespielt hat bei einer Gesellschaft bei euch. Irgendwie ja, für eine. Ja. Und meine Schwägerin war die Rita Georg, die eine sehr bekannte Soubrette war und eine ausgezeichnete Musikerin, der große Freund vom Erich, der Erich Korngold, hat mir gesagt, ich habe die dirigiert in Rosen aus dem Süden und sie war ganz ausgezeichnet, sie ist eine Künstlerin. Und eine aber damals an diesem Abend hat sie also nur so Chansons singen wollen und der Erich konnte doch alles. Er war eben so fabelhaft in eine ganze Oper zu spielen, wie er plötzlich... Das war Erich Zeisel? Natürlich. Nein, nicht Erich Korngold. Nein, der Korngold, ja. Deshalb wollte ich sagen, ja. Sie war nicht nur irgendwer. Und nur irgendwer. Und der Erich hat also, Erich Zeisel hat also da am Klavier so, was nicht seine Art war, diese Art Chansons und Sachen aus Operetten gespielt. Und da meine Schwägerin Rita, die eine Partnerin von Tauber war und eine, ihrem Fach ausgezeichnet, hat immer gesagt, Maestro, bitte können wir weiter. Und da hat der Erich nur gesagt, naja, jetzt wo ich schon besudelt bin, spielt es keine Rolle mehr. Man hat ihn gefragt, dass er sie begleiten sollte. Also ja, deswegen, er hat damals haben wir noch den Stanway gehabt und er hat dort Klavier gespielt. Und die Rita hat also mit jedem Ton, den er gespielt hat, hat sie also angefangen, ihre Chansons zu singen. Da hat er nur gesagt. Aber er hat ja so einen einmaligen, er war dieses herrliche Gemisch von so einem ungeheuren Humor und dabei so einer tiefen, großen Seele. Weil das ist ja, sind viele Leute witzig, aber sie haben nicht das andere, was der Erich gehabt hat. Und er hat beides gehabt. Er war ein einmaliger Mensch, absolut einmalig.